an. Besuch. Ich würde euch ja unterhalten, aber das ist viel zu anstrengend. Er ruht sich nur aus. Der arme Kerl war sehr müde. Ihr wollt euch uns doch sicher auch anschließen. Möchtet ihr euch nicht einfach hinlegen und das alles vergessen? Alles hinter euch lassen? Wieder eingefroren. Hübsch. Ich höre nicht auf eure Lügen, Dämon. Ihr habt keine Macht über mich. Widersteht. Ihr müsst widerstehen, sonst sind wir alle verloren. Warum kämpft ihr dagegen an? Ihr verdient mehr. Ihr verdient eine Ruhepause. Die Welt dreht sich auch ohne euch weiter. Ah, da bist du ja. Ich störe doch wohl nicht. Du bist nun schon einige Zeit in Weißhaupt. Gefällt es dir hier? Alles ist, wie es sein sollte. Wir haben die dunkle Brut geschlagen. Es herrscht Friede auf der Welt. Jetzt schon, zum ersten Mal in der Geschichte. Und du hast dabei eine wichtige Rolle gespielt. Erinnerst du dich nicht? Es war ein Triumph für uns alle. Der Erzdämon wurde besiegt und die unterirdische Höhle in Brand gesetzt. Du Narr! Ich habe dir so viel gegeben und das ist jetzt der Dank. Kannst du nicht einfach den Frieden annehmen, den ich dir biete? Dich stellen wohl wirklich nur Krieg und Tod zufrieden. Nun gut! Hier sind Krieg und dunkle Brut. Mögest du dabei untergehen? Feinde! Wer seid ihr? Woher kommt ihr? Seid ihr ein Dämon? Nein, seid ihr nicht. Ihr seid wie ich. Mein Glückwunsch, dass ihr es aus der Falle geschafft habt. Der Dämon hält alles, was hierher kommt, in einem Traum gefangen. Er denkt, niemand könne ihn verlassen oder würde es auch nur versuchen. Ich dachte, ich wäre auch entkommen, aber ich durchwandere diese leeren, grauen Räume schon ein Leben lang. Reine Dummheit oder auch enormes Pech. Ich heiße übrigens Nile. Ich wollte den Zirkel retten, als ich dem Dämon der Trägheit begegnete. Eure Erfahrungen mit ihm verliefen sicher ähnlich. Owain hat mir sehr geholfen. Das kann ich ihm nie im Leben vergelten. Die Litanei war unsere Waffe gegen die Herrschaft der Blutmagier. Aber es ist zu spät. Alle sind tot. Sie können auf den Verstand zugreifen und die Kontrolle über den Körper übernehmen. Es gibt nichts, was man dagegen tun kann. Aber die Litanei ist ein Schutz davor. Die Litanei war unsere einzige Hoffnung zur Rettung des Zirkels. Aber jetzt, dieser Ort saugt einem alles ab. Hoffnung, Gefühle, das Leben. Nein, es gibt keinen Weg hier raus. Man denkt, es müsste einen geben. Aber das ist ein Irrtum. Seht ihr dieses Podest? Ich habe die Runen darauf studiert. Sie stehen für verschiedene Inseln im Reich des Dämons der Trägheit. Der Dämon der Trägheit selbst ist auf der Mittelinsel, aber man kann sie nicht erreichen. Die 5 Inseln um das Zentrum herum bilden eine Art Schutzkreis. Als mir das klar geworden ist, dachte ich, ich hätte etwas erreicht. Ich habe nacheinander jede der Inseln besucht und am Ende waren all meine Hoffnungen zerstört. Immer gibt es ein Hindernis. Ihr seht den Pfad, könnt aber nicht zu ihm gelangen. Ihr fühlt euch verhöhnt und werdet wütend. Ich weiß es nicht.
Es gibt viele Träume. Ihr könntet einen Weg finden, sie über die Inseln zu erreichen. Wenn ihr Glück habt. Ich weiß nicht viel darüber. Ich denke, der Dämon der Trägheit hat auf jeder der Inseln niedere Dämonen platziert. Ich habe sie gesehen. Sie nehmen unterschiedliche Formen an. Aber sie sind da. Sie zu besiegen könnte der einzige Weg sein, zum Dämon der Trägheit zu gelangen. Aber zuerst müsst ihr an sie herankommen. Ich konnte es nicht. Ich hatte zu viel Angst. Nicht viel. Wir sind nicht gerade Freunde. Dämonen haben eigene Hierarchien. Sie spielen ihr Spiel und die Sterblichen sind darin Pfänder oder sogar Verhandlungsgegenstände. Dem Dämon, der uns hier festhält, gehört vermutlich dieser ganze Abschnitt des Nichts. Er wird uns nicht einfach gehen lassen. Wenn überhaupt. Euch beeindruckt wohl gar nichts. Soll ich euch dafür bewundern oder bemitleiden? Ja, es gibt Hindernisse und wahnsinnige Traumdinge. Ein brennender Fluss vor einem Portal oder eine Tür, durch deren Schlüsselloch ihr die Freiheit seht. Doch kein Schlüssel passt. Einmal habe ich einen Weg gefunden, kleiner als meine Hand. Eine Maus rannte hin und her. Aber sie ist geflohen, bevor ich sie befragen konnte. Mäuse sind scheue Kreaturen, selbst wenn es eigentlich Menschen sind. Fast jeder, den ihr hier seht, ist irgendwie ein Träumer. Jeder Träumer weiß etwas, was ein anderer nicht weiß. Die Maus hätte mir sagen können, was hinter dem engen Weg liegt und wie ich dorthin komme. Auch wie ich mich so klein machen könnte, um selbst hindurchzupassen. Und wenn man einmal klein genug für einen Weg ist, tun sich ja vielleicht noch weitere auf. Lasst euch nicht aufhalten. Danke, aber für mich ist es zu spät. Tötet Jevena, die Dämonin, die hier herrscht. Sie schützt ihren Meister, den Dämon der Trägheit. Dort ist eine Tür, die nur Dämonen sehen können. Der Schlüssel muss in einem anderen Reich sein. Nehmt meine Kraft, rettet diejenigen, die ebenfalls in Albträumen gefangen sind. Tötet die Dämonen, die den Dämon der Trägheit beschützt. Tut es für... Irgendetwas ist geschehen, nicht wahr? Ihr seht ein wenig verändert aus. Was ist geschehen? Wirklich? Hat euch das weitergeholfen? Ich weiß, dass ich diese kleinen Löcher gesehen habe. Wart ihr klein genug, um dort hindurchzuschlüpfen? Ich weiß es nicht. Ihr seid viel mutiger als ich. Ich war mir so sicher, dass es unmöglich ist, irgendwo hinzukommen. Denkt ihr, ihr könntet lernen, andere Formen anzunehmen? Vielleicht könnte euch das helfen, an Orte zu kommen, die ansonsten unerreichbar wären. Zeit zu kämpfen!
habt es geschafft! Ihr habt sie getötet! Aber nicht alle. Ihre Anführer sind hinter der unzerstörbaren Tür. Ich gebe euch meine Weisheit. Sie lässt euch sehen. Und jetzt erwache ich. Ich bin frei! Nehmt Ragos Kraft, setzt sie ein und verbrennt ihn. Verbrennt sie alle! Er beschützt den Dämon der Trägheit. Er versperrt den Weg. Ihr müsst die Tür zerstören. Andere Träume, andere Kräfte. Der einzige Weg. Dass dieser Traum endlich ein Ende nimmt. Ich gebe euch meine Stärke. Gegen den Dämon, der hier herrscht, wird sie euch nur wenig nützen. Aber vielleicht kann sie euch in anderen Reichen helfen. Findet eine Möglichkeit, alle Dämonenfürsten zu vernichten, um den Weg zum Dämon der Trägheit zu öffnen. Befreit uns alle aus diesem Albtraum. Oh!
Es ist der graue Wächter. Ja, ich erinnere mich. Ich bin Shale. Ich bin hier und doch nicht hier. Ist dies ein magischer Ort? So, aber ich schlafe weder, noch träume ich. Die Tatsache, dass ich hier bin, ist also merkwürdig. Ich weiß, aber hier war es anders. Es gab kein Dorf, keine Vögel und keine Menschen um mich herum. Nur Stille. Ich habe nichts gespürt, außer Vergessen. Und doch war es friedlich. Ja, unglaublich friedlich. Ha! Bringt mich einfach dorthin, wo dieser Dämon ist. Dann zerstampfe ich ihn zu Dämonenmus. Gesegnet sei, auf wem des Erbauers Auge ruht. Gesegnet sei, wer seine Vergebung erfleht. Gesegnet... Was? Wer seid ihr? Ich bitte euch, stört die Kontemplation des Mädchens nicht. Ehrwürdige Mutter, ich kenne diese Person nicht. Es tut mir leid, aber ich weiß nicht, wovon ihr redet. Bitte verstört sie nicht. Sie braucht Stille und Einsamkeit, damit ihr Geist ruhen und ihr Herz heilen kann. Nicht real? Ich verstehe nicht. Ich erinnere mich, da war ein Zeichen. Liliana, wir haben schon über dieses Zeichen gesprochen. Der Erbauer mischt sich nicht in die Angelegenheiten der Sterblichen ein. Eure Vision war wohl eher das Werk von Dämonen. Der Erbauer sorgt sich um uns. Ich glaube, dass er seine verirrten Kinder ebenso sehr vermisst, wie sie ihn. Meine Vision mag nicht von ihm stammen, aber sie leitet mich an, das Richtige zu tun. Meine ehrwürdige Mutter wusste das. Ich weiß nicht, wer ihr seid, aber ihr seid nicht sie. Gehen wir. Mein Kopf ist noch nicht wieder klar, aber ihr kommt mir bekannt vor. Ich glaube, dass ich euch vertraue. Das ist eure Heimat, eure Zuflucht. Wollt ihr die Sicherheit dieses Ortes wirklich verlassen? Bleibt und erfahrt Frieden. Das ist nicht nötig. Ich trage den Frieden der Kirche in meinem Herzen. Ihr werdet nirgendwo hingehen. Ich werde es nicht erlauben. Nein, sie gehört uns. Jetzt und immer da. Heiliger Erbauer, sie war ein... Oh, mein Kopf schmerzt, als sei ich gerade aus einem schrecklichen Albtraum erwacht. Hatten wir nicht irgendeine Aufgabe zu erledigen? Wir sollten aufbrechen. Moment, was geschieht da mit mir? Möge der Erbauer mir vergeben. Ich habe sie alle enttäuscht. Sie sind gestorben und ich... es nicht verhindert. Wie kann ich nicht glauben, was ich sehe, höre, schmecke und fühle? Der Tod, seht ihr ihn denn nicht? Er umgibt uns von allen Seiten. Warum wurde ich verschont, wenn ich ihm nicht helfen kann? Welchen Sinn hat mein Leben noch, wenn ich meine Aufgabe nicht erfüllen konnte? Überlasst mich meinem Schmerz. Ich werde ihre Knochen begraben, ihre Asche in alle vier Winde verstreuen und ihr Hinscheiden bis zu meinem eigenen Tod beweinen. Eure unverhohlene Geringschätzung der Seelen der Toten empfinde ich als gänzlich unangebracht. Ich weiß nicht, was ihr damit sagen wollt.
Warum macht ihr es noch schmerzlicher? Wo wart ihr überhaupt, als es passiert ist? Ich habe euch als Verbündetem vertraut, aber ihr wart nirgends zu finden. Ich weiß nicht, wozu es gut sein soll, aber ich werde es tun, wenn ihr dann zufrieden seid. Ich habe Probleme, mich zu konzentrieren. Als wäre da etwas, das mich davon abhält. Ich hatte noch nie so große Schwierigkeiten. Wenn ich von hier wegkäme, könnte ich vielleicht klarer denken. Verlass uns nicht, wir wollen nicht verleihen. Heilige Erbauer, bleibt weg von mir, unreine Kreatur. Bleib ruhig, schlaf tief und fest in der warmen Umarmung des Erdreichs. Kämpft nicht dagegen an, ihr gehört hierher, zu uns. Nein, noch nicht, meine Aufgabe ist noch nicht erfüllt. Es ist noch nicht so weit. Kommt, kommt mit zu eurer Ruhestatt. Dank dem Erbauer für euer Auftauchen. Moment! Was geschieht jetzt? Wohin geht ihr? Einen aufsässigen Lakai? Einen entflohenen Sklaven? Na, sowas. Ganz schön frech. Genug gespielt. Ihr müsst jetzt alle wieder zurück. Ihr wolltet uns voneinander trennen, weil ihr uns fürchtet. Ist es nicht so? Ah, es hat zu mir zurückgefunden. Ausgezeichnet. Nun kann es sehen, wie ich den Kopf des Dämons zerquetsche wie eine überreife Traube. Ihr haltet uns nicht, Dämon. Wir haben einander hier gefunden und dagegen könnt ihr nicht bestehen. Wenn ihr friedlich zurückgeht, mache ich es besser. Und ihr werdet viel glücklicher sein. Wenn ihr wollt, sorge ich dafür, dass es so aussieht. Ihr werdet auf immer glücklich. Möchtet ihr das? Ich habe euch Glück, Sicherheit und Frieden gegeben. Ich habe für euch mein Bestes getan. Und ihr wollt mich verlassen? Müsst ihr immer nur an euch selbst denken? Das verletzt mich. Sehr sogar.
Ihr wollt mich bekämpfen? So sei es. Ihr werdet euch meiner Überlegenheit beugen, Sterblicher. Dass ihr euch befreien könnt. Uns beide sogar. Wenn ihr zurück seid, nehmt die Litanei von Adrala von meiner Leiche. Sie wird euch vor der schlimmsten Blutmagie beschützen. Ich kann nicht mit euch gehen. Ich bin schon zu lange hier. Für euch war es wie ein Mittagsschlaf. Euer Körper ist in der realen Welt nicht verfallen, während euer Geist in den Klauen eines Dämons war. Jede Minute meines Hierseins hat der Dämon der Trägheit mein Leben abgesaugt, um damit den Albtraum dieses Reichs aufrechtzuerhalten. Es ist kaum noch etwas übrig. Ich war nie dazu bestimmt, den Zirkel zu retten oder das alles auch nur zu überleben. Ich sterbe. So einfach ist das. Danke, aber für mich ist es zu spät. Ich fürchte nicht, was kommt. Es heißt, im Tod kehren wir zum Erbauer zurück. Und das ist ja nicht wirklich schlimm. Ich bedauere nur, dass ich den Zirkel nicht retten konnte. Aber ihr? Ihr könnt es. Nehmt die Litanei von meiner Leiche, wenn ihr zurückkehrt. Es ist wichtig. Ich bin beruhigt, weil ich weiß, dass ihr den Zirkel retten werdet. Ich bin kein Held. Es war dumm, einer sein zu wollen. Je finsterer die Zeiten, desto größer die Heldentaten? Da könntet ihr recht haben. Bevor ich zum Zirkel gebracht wurde, sagte meine Mutter, ich sei zu großem berufen. Zu mehr, als meine Ahnen sich je erträumt hätten. Hoffentlich habe ich sie nicht enttäuscht. Wir müssen uns jetzt beide auf den Weg machen. Vergesst die Litanei von Adrala nicht. Nun zählt nur noch der Zirkel. Danke und lebt wohl. In Freundschaft.